Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Call of Duty Gameplay. Diesmal klassisch Team Deathmatch auf der Map Horizon. Gespielt das Ganze mit der KF5, ich glaube, die nennt sich Sportler oder so. Auch eine klasse Waffe, muss ich dazu sagen. Die Runde hier hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe hier, ich glaube, skrupellos geschafft und ich glaube einmal meine komplette Point-Streaks. War richtig geil. Und auf der Map, da gibt es auch diesen einen Punkt, diesen Glitch-Punkt oder was auch immer das sein mag. Und zwar, wo man da durch dieses Glas durchschießen kann. Also ein Tipp an alle. Ihr könnt da nicht reinschießen. Und wie kommt ihr da rein? Ja, ganz einfach. Ihr müsst euch hinlegen und dann könnt ihr durchkrabbeln. Nonsens, sage ich jetzt mal. Vor allem, ich verstehe nicht, wie man nur da drauf kommt. Also es müssen ja Leute geben, die haben echt so viel Langeweile, die sowas dann ausprobieren. Aber naja, ich meine, einerseits Gott sei Dank, andererseits, ich finde es halt nicht fair, wenn man sich da hinten dann verkriecht und dann durch dieses Glas durchschießt und die Leute wegholt. Also, naja, wer gerne so spielt, lasst sie da drin, liebe Leute, lasst sie da drin vergammeln oder wartet genauso ab wie die, weil irgendwann kommen sie raus, wenn keiner vorbeiläuft, weil sie wollen ja schließlich einen Kill machen und dann könnt ihr sie einfach wegholen. Aber so, naja, es sind halt, Entschuldigung, wenn ich sage, Arschlöcher, die so spielen, naja. Ansonsten, jetzt gab es ja wieder, gestern glaube ich, heute ist Samstag, gestern war Freitag, der 14., gab es ja wieder ein Patch für die PlayStation 4. Also meiner Meinung nach läuft es jetzt stabil. Also ich denke keine Verbindungsprobleme. Ich kann es jetzt nicht optimal sagen, weil ich kriege sowieso nur auf den Sack. Ich meine, die einzigen Spielmodis, bei denen ich klarkomme, das ist hier, wie ihr seht, klassisches Team Deathmatch. Bei Frei für alle. Bei allen anderen kriege ich nur auf die Fresse. Und ich kriege auch deswegen nur auf die Fresse, weil das Spiel nicht zu kontrollieren ist. Meiner Meinung nach. Es ist nicht zu kontrollieren. Und seid mir nicht böse, ich möchte niemandem was unterstellen. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn man hier ein 10 Minuten Gameplay hat und oder 12 Minuten Gameplay, was schon sehr viel ist, und man stirbt nur 5-mal bei. Ich möchte jetzt nicht sagen, also bei überdimensionaler hohen Abschüssen, dann stimmt irgendwas nicht, meiner Meinung nach. Weil eben man das Spiel nicht kontrollieren kann. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, so gut ist kein Mensch. Die kommen von hinten, von der Seite, von vorne, von links, rechts, oben, unten. Das ist nicht kontrollierbar, es sei denn, es ist gefaked. Sorry, das ist halt nur mal meine Meinung. Ich meine, dass man ein Gameplay hinkriegt, wie jetzt zum Beispiel hier auf klassisch oder auch auf den normalen, habe ich auch schon geschafft, dass man vielleicht im 20 zu 5, okay, lass ich mir eingehen, sagt kein Mensch was, kommt des Öfteren vor, aber nicht bei einem Spielmodus, der sehr, sage ich jetzt mal, auf Kills aus ist, wie bei Herrschaft zum Beispiel oder bei Momentum zum Beispiel, und meiner Meinung nach unmöglich, seid mir nicht böse, aber egal. Mir ist noch was aufgefallen, die haben wieder das gut gepatcht, finde ich, ja, aber man hört trotzdem nichts, also irgendwie scheint es noch nicht durchgesichert zu sein bei Activision oder Sledgehammer Games, dass man auf der PlayStation die Fußschritte nicht hört. Ich weiß es ja nicht, es scheint aber auch keiner weiterzugeben. Keine Ahnung, ich kenne da leider keinen, habe auch keinen Kontakt dazu und mein Englisch ist sowieso grottenschlecht, aber naja, scheint niemanden zu interessieren. Dann müssen wir halt damit weiterleben, hilft ja nichts. Das andere, was mir aufgefallen ist, es sind zwei weniger Maps als bei Ghosts. Ja, wir haben hier nur 13, die hatten bei Ghosts waren es 15. Und mir ist das deswegen aufgefallen, weil ich mal nachgerechnet habe. Und zwar ist mir das sowieso so komisch vorgekommen. Das liegt natürlich daran, dass die Runden nur 6-7 Minuten dauern. Aber dass jetzt eigentlich schon es langweilig wird, weil. Ja, weil die Runden so kurz sind. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein, dass ich schon alle Maps durchgezockt habe. Doch, ist so. Erstens, weil die Runden nur kurz dauern. Und zweitens, sind es nur 13 Maps, Start-Maps. Statt, wie bei Ghosts, eben zum Beispiel 15. Ja, naja, wie gesagt, also ich finde an den Kill-Limits, an den Runden-Limits, da sollten sie noch arbeiten. Die Gameplays sind zu kurz. Ich würde sagen, maximal so 10 Minuten Gameplays, das ist okay. Dazu müsste man aber eben die maximale Killanzahl, zum Beispiel bei Team Deathmatch sind es 75, glaube ich, oder 65, nee, bei 75, bei Abschluss bestätigt sind es nur 65. Das sollte man erhöhen, meiner Meinung nach, weil sonst
Nee, es ist langweilig. Also das ist langweilig. Das Gameplay an sich, unspielbar würde ich jetzt nicht sagen. Es ist nicht kontrollierbar. So schaut die Sache aus, meiner Meinung nach. Ansonsten macht es trotzdem recht viel Spaß. Ich ärgere mich trotzdem, wenn ich nur auf den Sack kriege, aber im Großen und Ganzen finde ich es trotzdem, es ist ein gutes Gameplay, Game geworden. Also ich kann es auch nur trotz alledem weiterempfehlen und muss ja nicht jeder so ein Nerd oder so ein Noob sein wie ich, der das einfach nicht hinbekommt. Naja, okay. Leider muss ich wieder Schluss machen. Ich meine, ich glaube, das dauert noch eine Minute, aber trotzdem, haut rein und ciao, bis zum nächsten Video. Sehr gut, Sentinel.